Form dabei. Haben wir ganz viel eingenascht. Hat Butter. Und da ist so eine Sterne. Und da ist so ein Löffel mit Mehl. Den muss man Ofen backen. Da drauf ist 6 Sterne und noch ein Rollen und noch ein Butter und noch ein Salz und noch ein Löffel. Und da noch Teig, Eier, Zucker. Das ist so ein Stern. Eine Sonne, die kann man essen. Der Bade hat ganz viel genascht. Dann kann man die essen. Und Malte hat ganz viel Teig genascht. Oh, die sind so lecker. Da braucht man Teig und Mehl und Zucker und Eier. Noch ein bisschen Mehl. In die Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht der mancher Knick eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Das sind Plättchen. Geschenk für den Weihnachtsmann. Traurig steht der Weihnachtsmann des Nachts im Kinderzimmer. Jeder, klagt er, denkt nur dran, dass ich zur Weihnacht komme. Immer mit Geschenken bunt und schwer, ich mag die Schlepperei nicht mehr. An meine Wünsche, da denkt keiner, an mich gedacht, das hat nicht einer. Ist das gerecht? Ist das fair? Seit Jahren warte ich so sehr. Dass ein Kind an mich bald denkt und mir was Glitzerkleines schenkt. Ein Bild vielleicht, ein 2 Gedichte oder auch eine Geschichte. Ein Lied, ein Spiel, ein Kuschelkuss oder ein lieber Weihnachtsgruß. Viel Jesus mich am Herzen freute. Nun ja, vielleicht finde ich heute ein Geschenk,
das nur für mich sein kann. Für mich, den alten Mann.